Das Regio-TV Plus ist für euch jetzt in Münchenstein und wir sind bei Art Rietwil. Und wenn ihr das noch nie gesehen habt, dann müsst ihr definitiv mal hier ankommen. Art Rietwil ist der Peter Rietwil und er hat hier eine Art Bed and Breakfast Galerie, Art Treffpunkt, Ausstellungsmeeting, miteinander in Zukunft denkend für die Kunst. Und jetzt lassen wir den Peter schwätzen. Peter, du hast eine Ausstellung aus dem Boden gestampft, trotz Corona. Was hat dich gebissen, was hast du zusammengeführt? Also das Erste ist einmal, dass ich vor 2 Jahren bei einer Kollegin, die in der Nähe wohnt, gesehen habe, dass sie nicht nur die Duschzeichnungen macht, die ich kennt habe vorher, sondern dass sie ganz eine neue Technik angewendet hat und auf Holz malt. Etwas so Spezielles, so eine eigene Technik, die ich bis jetzt noch nie gesehen habe und die mich dermaßen begeistert hat, dass ich gesagt habe, los, ich lade dich ein, bei mir zu Gast und ich möchte mit dir zusammen eine Ausstellung auf die Beine stellen. Muss ich gerade einhängen, wo du Shirley Müller eingeladen hast, du machst das immer ein bisschen speziell, du verbindest dich mit der Arbeit von einem Künstler und das gibt dann immer auch eine gewisse Dualität, die man jetzt sehr schön an den Bildern sieht. Ja, das ist so. Wir möchten eigentlich Bildpaar ausstellen und die Ausstellung sagt es ein bisschen. Ja, das Thema heisst Traces, Spuren. Shirley Müller ist ein Engländer, Traces heisst auch Spuren auf Deutsch und ich als Peppi. Und wir haben zusammen versucht, Spuren zu finden, sie im Holz und ich eigentlich in der Natur, die dann wieder zusammen harmonieren, farblich, thematisch. Nicht ganz, weil sie liebt eigentlich in ihren Bildern immer wieder Personen zu sehen und ich eigentlich eher Sachfotografie. Wenn ich jetzt aber die Bilder anschaue, dann fällt mir auf, man muss gut schauen, um zu sehen, welches ein gemaltes Bild ist. Und an dieser Stelle auch, du bist ja der Fotograf. Also du setzt das fotografisch um. Wie kann man denn so ein Bild? Ich meine, man sieht, dass die gleiche Struktur ist, aber wie funktioniert das? Du hast nicht ihr Bild abfotografiert und das verändert, sondern du nimmst etwas, das dem wieder entspricht. Ja, es ist so, ich habe eher nochmal die Bilder ausgesucht, die mir gefallen haben, die mich angesprochen haben und bin dann bei mir in meinem Fotoarchiv, ich habe jetzt eigentlich 50 Jahre Art Rietwil, einmal geschaut, was habe ich denn an Bildern, die passen könnten und habe dann die einmal vorgenommen und geschaut, welche harmonieren, welche passen dazu und bis auf ein Bildset hier innen sind eigentlich alle Bilder so entstanden, dass sie Bilder in den letzten 3 Jahren gemalt hat und ich Fotografien aus, ich weiß nicht mehr wie viele Jahren, gesucht habe, wo ich einfach im Kopf noch hatte, das oder das könnte wunderbar passen. Wie läuft denn das jetzt mit dieser Ausstellung? Ich meine, kannst ja, eben, es ist privat in deinem Haus, kannst du ja nicht 50 Leute aufs Mal reinlassen, aber trotzdem möchtest du gerne die Leute einladen. Das ist ja so, wir haben eigentlich das 5-jährige Jubiläum hier mit dieser Art Rietwil-Ausstellung. Und jetzt haben wir gesagt, wegen Corona machen wir es so, dass wir Alltag offen haben, von den 11 bis um 8:30 Uhr zu oben. Aber man muss sich voran telefonisch oder per E-Mail bei uns anmelden. Und so können wir steuern, dass nicht zu viele Leute gleichzeitig da sind. Und wir wünschen eigentlich uns, dass die Leute die Hemmschwelle übergehen und uns trotzdem anrufen und den Besuch machen können. Gut, dann gebe ich hier gerne noch mal einen drauf. Nehmt die Telefonnummer sofort auf, die könnt euch das notieren. Macht einen Termin, nehmt vielleicht eure besten Freunde mit und genießt eine Ausstellung, die mal ein bisschen anders ist. Und vor allem macht gute Augen auf, um zu schauen, was ist ein Bild und was ist ein Foto.